Wir sehen hier eine FM-Simulation des Einfluges eines Balles mit Rotation in einen Belag. Und man kann hier sehr gut erkennen, dass der Ball abgebremst wird. Die Energie, die in der Rotation drinsteckt, wird im Belag gespeichert und wird dem Ball optimal wieder zurückgegeben, sodass wir also hier diese Spin-Umkehr an den Belag